Mein Name ist Gregor Schwinger, ich bin Regisseur und Drehbuchautor und habe die letzten 3 Jahre an der University of California in Los Angeles Drehbuch studiert. Nach meinen beiden ersten Kurzfilmen, The Boy Next Door und Homophobia, die mittlerweile gemeinsam bereits mehr als 10 Millionen Aufrufe auf YouTube erreicht haben, arbeite ich jetzt an meinem ersten abendfüllenden Spielfilm mit dem Titel Neverland. Neverland erzählt die Geschichte des 17-jährigen Jakobs, der sich nichts sehnlicher wünscht, als sich lebendig zu fühlen. Unkontrollierte Angstattacken hindern ihn daran und drängen ihn, sein Leben in fiktionale Welten zu verlagern. Eines Tages lernt er den vermeintlich perfekten Christian, 26, in einem Sexcam-Chat kennen. Christian fühlt sich sofort von Jakobs Feuermal angezogen und so beginnt eine emotionale Reise zu den Wunden ihrer beider Seelen. Doch erst als Christian seine eigene Unvollkommenheit wiedergespiegelt in Jakob erkennt und akzeptieren kann, kann er für Jakob, indem er Mitgefühl aufbringt, jene Waffe zur Verfügung stellen, die er braucht, wenn er sich nach Einnahme einer psychoaktiven Substanz im Epizentrum seines Unterbewusstseins, seiner größten Angst stellt, dem Alleinsein. Da ich selbst seit einigen Jahren immer wieder an Angstattacken leide, fasziniert mich die Mechanik der Angst. Angst als Selbstschutzmechanismus vor Schmerz, der aber als Preis die unbeschwerte Lebendigkeit einfordert. Flucht als die Bewältigungsstrategie und Mut als die einzig wahre Waffe im Kampf gegen die Angst. Angststörungen sind seit einigen Jahren die am meisten diagnostizierten psychologischen Erkrankungen in der westlichen Welt. Und so sehe ich Angst auch symptomatisch für unsere Zeit, eine Zeit, die durch ihre Komplexität eine gewisse Unkontrollierbarkeit mit sich bringt, die natürlich in Unsicherheit und Ungewissheit resultiert. Aber vor allem finden sich die Motive Angst, Realitätsflucht und Sehnsucht nach dem Leben in einer Teilmenge der Generation Y, die ich die Generation Tumblr nenne und zu der ich mich auch selbst zähle. Und so steht für mich am Ende auch als Regisseur von Neverland eine Vision eines filmischen Leitwerks für eine Generation, die gefangen in einer Zeit und alleingelassen in einer Zeit, die sich vor allem durch Unsicherheit und Ungewissheit definiert, oszillieren zwischen Hardcore-Pornografie und Disney-Romantik selbst sucht. Danke.